Wenn die Thais am Samstag ins Stadion gehen, dann sind nicht zweimal 11 Spieler auf dem Platz, sondern genau 2 Leute in der Arena. Und da gibt es aber richtig auf die Glocke, kann ich Ihnen sagen. Muay Thai, Thai-Boxen, die thailändische Nationalsportart. Das ist hier fast wie auf Schalke. Mit dem kleinen Unterschied, dass die Fans hier hinter Gittern sind. Ja? Aber ich meine, was die beiden hier können, das kann ich schon lange. Hoffe ich jedenfalls. Schauen Sie sich am besten an. Seine Majestät König Willem-Alexander, Prinz von Oranien-Nassau, Prinz von Oranien, Herr von Amsberg, lässt Ihnen seine ganz besonderen Grüße und Glückwünsche in der Ausrichtung. Ach, wie denn? Der König, der kommt ja nicht. Er lässt sich entschuldigen. Aufgrund Ihrer Verdienste um die Zusammenarbeit zwischen die deutsche und die holländische Polizei. Warum zwänge ich mich dann in diesen ganzen Scheiß hier rein? Schau mich doch an. Ach, den Munchimanski. Wenn Sie im Namen von König Willem-Alexander in den Ritterstand erhoben. Ich gratuliere. Wenn Sie bitte noch hier unterschreiben. Hier? Ja, bitte. Die offizielle Urkunde geht Ihnen per Post zu. Einen schönen Tag noch, Rita, schreiben Sie. Ja. Wir schalten jetzt zum Ernst Markus Thomas und zu seiner Rubrik Angesagt. Und er zeigt uns heute einen absoluten Geheimtipp. Also angesagt, das könnte ja jetzt bedeuten, dass man irgendwas sucht in Zürich, was wahnsinnig schick ist und angesagt und hip. Aber ich persönlich finde es viel angesagter, einen Laden zu finden, wo man in Zürich billig, gut und authentisch essen gehen kann. Also diese Dreierkombination, das hat man nicht so oft. Und ein Kreis, in dem man da absolut fündig werden kann, ist der Kreis 4, in dem ich auch wohne. Und da gehen wir jetzt hin an die Militärstraße und da gibt es einen Laden, der ist so ein Geheimtipp, dass der nicht mal einen richtigen Namen hat. Schauen wir uns an. Ja, das Hotel, das gibt's wirklich. Das heißt im wahren Leben aber nicht Hotel California, sondern Beverly Hills Hotel. Das ist das Hotel, in dem die ganzen Hollywood-Stars immer absteigen. Nun ist es so, das Beverly Hills Hotel hat mit dem Hotel California in dem Song der Eagles eigentlich ganz wenig zu tun. Trotzdem pilgern die Menschen, die Fans immer noch hierher. Und die Geschichten dahinter, die lasse ich mir jetzt erzählen. Ich habe nämlich einen Termin mit dem Hoteldirektor. Die Digitalisierung soll ja vieles schneller und effizienter machen. Aber viele Unternehmen sind doch schon sehr schnell. Ich habe mich gefragt, bringt Digitalisierung da überhaupt noch was? Das nächste Stück wird nachsynchronisiert. Oh, das kann gewoon live. Oh, dass wir da nu pas achterkommen. Wat fijn. Das kann man auch live machen und das entdecken wir erst jetzt? Ja, das hebben we nooit geweten. Wir haben es nicht gewusst. Oh, ja. Dus. Also, liebe Angela, Sie sind noch schöner als Donald Trump und noch mächtiger als Beyoncé. Und das gilt für viele Menschen. In Europa ziehen Sie die Fäden, also ziehen Sie auch die Fäden in den Niederlanden. Und deswegen, liebe Angela, im Namen der Demokratie, wir möchten mitwählen. Denn wenn Sie husten, bekommen wir eine Erkältung. Und wenn Sie lachen, scheint bei uns die Sonne. Was ja leider nicht so oft passiert. Wenn Deutschland Fußballweltmeister wird, dann freuen wir uns mit euch. Wirklich? Nee, natürlich nicht. Wir versuchen nur, Ihnen etwas Honig um den Damenbart zu schmieren. Wir wollen mitwählen. Denn ich bin wie du. Jalala. Wir sind wie Sand und Meer. Und darum brauche ich dich so sehr. Wir möchten mitwählen. Gut, wir warten auf die vielen, vielen Zuschriften. Ernst Markus, ja? Thomas, vielen Dank. Also Ernst Markus, alles Gute, toi, toi, toi.